This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Peace, Leute. Heute geht's darum, wie du reich wirst. Wie du reich wirst, wie du möglichst schnell Geld verdienst, wenn die meisten denken, bei dem Titel. Aber wie du möglichst schnell Geld verdienst, allein die Frage, wie du Geld verdienst, ist schon eine völlig falsche Frage. Und wenn man falsche Fragen stellt, dann kann man keine richtigen Antworten bekommen. Du solltest dir nie die Frage stellen, wie du Geld verdienst. Geld ist ein Nebenprodukt, wenn du tust, was du liebst, dich zu 100% ausdrückst, dann wirst du dafür irgendwann den Lohn bekommen, sei es in Form von Geld, sei es in Form von Unterstützung, Wohnung oder Ähnlichem und so weiter. Du wirst alles bekommen, was du brauchst. Mach dir keine Sorgen um Geld. Das ist eine falsche Frage, zu fragen, wie man Geld verdient. Es ist wie einen Vogel daran zu messen, wie gut er Tunnel graben kann. Oder was auch immer, wenn man die falsche Vorstellung davon hat, was wertvoll ist, welche Eigenschaften. Für mich kannst du immer nur, meiner Meinung nach, immer nur selber wissen, was richtig für dich ist, was dich erfüllt. Und den Wert gibst du dir selber. Du gibst dir den ganz allein und es sollte niemals abhängig sein von den Meinungen, von den Vorstellungen anderer Leute. Das sind immer nur ihre Vorstellungen. Die meinen vielleicht, du wirst der nächste Weltschwimmer oder was weiß ich, der nächste schnellste Mann auf 100 Meter Bahn oder was auch immer. Aber wenn dir das nicht wirklich Spaß macht, du kannst es zwar gerade gut, dann lass es. Es muss deinen Vorstellungen entsprechen. Und die Frage, wie du viel Geld verdienst, wie du reich wirst materiell, ist völlig falsch. Du solltest dich fragen, wie du reich wirst im Geist, wie du deine innere Erfüllung findest. Und ja, viele, ich höre so oft, hey, ich hatte ja immer Glück mit allem und so. Die Leute sehen immer nur, was sie sehen wollen. Viele Leute sehen immer nur das Ergebnis. Die sehen, hey, der ist jetzt erfolgreich. Der hat Millionen auf seinem Konto, fährt das Auto da, kriegt jede Frau, die er möchte. Und sehen immer nur das Ergebnis. Du musst auch mal die Arbeit sehen, die Leute jeden Tag da reingesteckt haben. Michael Jordan, was auch immer, lest mal ein paar Biografien. Die Leute trainieren jeden Tag dafür, tun, was sie lieben, jeden Tag. Wenn du bereit bist, es auch zu machen, dann kannst du das auch haben. Jeder kann das haben, aber du musst bereit sein dazu, das zu tun, was du liebst. Und anders wird es nicht funktionieren. Dann wirst du nicht glücklich dabei, dann machst du dich kaputt dabei. Und der Erfolg ist nur eine Nebensache dann auch dabei. Ich glaube, Steve Jobs hat zum Beispiel gesagt, er hatte mit 23, keine Ahnung, 1 Million, mit 22 hat er 5 Millionen und dann hat er, was weiß ich, 50 Millionen im nächsten Jahr gehabt. Und es ist wurscht, weil er es aus reiner Freude gemacht hat, aus reinem Ausdruck, aus Kreativität. Und die Leute sehen immer nur das Ergebnis bei den Leuten und die sehen nicht, was für eine Arbeit da reingesteckt wurde. Viele Leute denken so, hey, du hast ja Glück, hey, du. Die Leute sehen mich oft und denken sich so, hey, ja, du arbeitest nicht, du reist irgendwie in der Weltgeschichte rum, gibst da mal ein paar Inliner-Workshops oder so. Ich arbeite an anderen Dingen. Ich hock nicht vor einem Fernseher. Ich schaue kein Fernsehen. Ich hock keine Stunde abends vor dem Fernseher und schaue mir irgendeinen Mist an. Ich mache den ganzen Tag sinnvolle Sachen.
und habe ein höheres Ziel und möchte den Menschen einfach helfen, auch so einen Glückszustand zu erreichen und auch eine innere Zufriedenheit wieder zu bekommen. Und die bekommst du nur, wenn du was veränderst. Die Leute halten immer an alten Glaubenssätzen, Vorstellungen fest. Und wenn du diese alten Vorstellungen nicht loslässt und dein Leben nicht änderst, dann wirst du auch nicht glücklich. Wenn du nichts änderst, wie soll sich dein Glückszustand ändern? Wir wollen immer weiterhin Mist in ihren Körper reinstopfen und wollen gesund sein. Das geht halt nicht. Du musst einmal mal eine Zeit lang einen sauren Apfel beißen, deine Gewohnheiten ändern. Aber wenn du deine Gewohnheiten geändert hast, dann ist es das Leichteste auf der Welt. Du kannst diese, gerade bei Essgewohnheiten, ersetzt die Produkte langsam, Schritt für Schritt, dann ist das gar kein Problem. Nur du solltest am Ball bleiben und zwei Schritte vorwärts, vielleicht mal einen zurück, aber nie stehen bleiben. Und dann wirst du erfolgreich. Dann wirst du reich. Reich in Belangen auf innere Zufriedenheit, auf Freude. Du wirst reich an Freude. Du wirst Überfluss bekommen in allem, was du brauchst. Aber du musst davon loslassen, dass du Geld bräuchtest. Was will ich denn mit Geld? Ich will den ganzen Tag Inliner fahren. Ich will tun, was ich liebe. Und das sind die richtigen Fragen. Das sind die richtigen Dinge, die du machen musst einfach. Bei mir war es zum Beispiel so, die Leute denken immer, ich bin nicht reich. Aber die Leute denken immer, ich hätte Glück, ich kann, hab irgendwie eine schöne Wohnung, kann da will ich wohnen, kann dies machen, kann das machen, ich habe Glück, ich mache jetzt einfach so ein paar Inliner-Jobs und kann davon leben. Und die Leute wissen nicht, wie ich lebe. Die Leute sehen immer nur, ey, er ist glücklich. Und dann sehen sie ein paar Äußerlichkeiten, projizieren da drauf rum und die sehen nicht, was ich wirklich mache. Und das sind Sachen, die mich am Anfang immer sehr belastet haben. Wenn dann jeder kommt, so hey, du hast Glück gehabt. Die Leute sehen immer nur, was sie sehen möchten. Und die Leute sehen immer nur das Ergebnis und sehen nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Wenn du deinem Traum folgst am Anfang und wenn du das tust, was du liebst, dann musst du dir erstmal von jedem anhören, warum gehst du nicht arbeiten? Warum reicht das Geld? Und die Leute meinen immer, sie wären so sicher in dem Job, wo sie gerade wären. Morgen kann dein Chef dir einfach die Kündigung auf den Schreibtisch legen. Du bist nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Das Leben geschieht einfach und nimmt keine Rücksicht darauf, was du meinst, was gut für dich wäre. Das Leben weiß genau, was gut für dich ist. Und auch wenn du den Sinn nicht erkennst, dann liegt es an dir, dass du den Sinn da drin nicht erkennst. Aber wenn du... Ich musste mir zum Beispiel, erklär mal deinen Eltern, dass du jetzt dein Studium abbrichst. Erklär deinen Eltern mal, dass du sagst, ey, du hast jetzt 4, 5 Jahre studiert und du möchtest, du wirst aber nie in dem Bereich arbeiten. Aber wenn du das offen und ehrlich erklärst und sagst, warum, dann werden die Leute dich verstehen und es ist einfach schwierig. Aber du musst dich auch mit den richtigen Leuten umgeben. Und dann dich nicht davon abhängig machen. Klar,
Die Leute würden es gern sehen, wenn du arbeitest. Wenn du genau das Gleiche machst wie sie, dann ist es bequem, dann müssen sie nichts ändern, dann sehen sie, dass es anders nicht funktioniert, weil jeder lässt sich ja von dem System einfach in diesem Beschäftigungstaumel drin behalten. Und wenn sie sehen, dass du, jeder will, dass du scheiterst dann, dass du nicht weiterkommst mit dem, was du machst, weil du ja glücklich bist mit dem. Die Leute wollen eigentlich sehen, dass du damit keinen Erfolg hast. Und anfangs wirst du damit wahrscheinlich auch nicht viel Erfolg haben, aber es wird immer mehr kommen. Umso mehr du tust, was du liebst, umso mehr werden die Leute kommen, mit denen du dich verbindest. Umso mehr wird alles automatisch in dein Leben kommen, was du brauchst. Du musst aber auch die alten Sachen loslassen, sonst kann nichts Neues kommen. Wenn du ein Regal in deiner Wohnung leer räumst, dann füllt sich es nach einer Zeit automatisch wieder. Mit neuen, besseren. Aber du musst es mal leer räumen, sonst kann nichts Neues, Besseres kommen. Und ja, ich persönlich hatte viel damit zu kämpfen, dass du dir von jedem anhören musst, dass man ja arbeiten müsste, dass man Geld verdienen müsste. Es ist die völlig falsche Frage. Du musst kein Geld verdienen. Du musst machen, was du liebst, und Geld kommt automatisch. Oder es kommt alles, was du brauchst. Du wirst die Unterstützung finden, die du brauchst. Aber Geld ist kein Ziel. Geld ist ein Ziel für Dumme. Du solltest danach streben, nach innerer Zufriedenheit, nach Glück, nach Freiheit. Streben nach Glück. Pursuit of Happiness. Steht schon in der Verfassung drin. Im Grundgesetz in Deutschland steht es drin. Das Streben nach Glück, nach Freiheit, nach Entfaltung deiner eigenen Persönlichkeit. Lasst euch das nicht nehmen von den Vorstellungen von anderen. Von den Vorstellungen, dass du einen ganz normalen 40-Stunden-Job machen müsstest, der dich nicht glücklich macht. Mach genau das, was du glücklich mach genau das, was dich glücklich macht. Und der Rest wird kommen. Wenn du wirklich Konsequentes machst, dann kannst du gar nichts anderes als glücklich werden. Glaub mir. Die meisten Leute wollen einfach nicht durch diese Übergangsphase durchgehen. Die schaffen es nicht, die Energie aufzubringen, um ihr Leben zu ändern. Und das kannst du auch nur schaffen, wenn du es wirklich eine Zeit lang durchziehst, ein paar Veränderungen schrittweise gehst. Aber du wirst auch keine Energie haben, wenn du einfach dich schlecht ernährst. Dann wirst du keine Energie aufbringen können, um deine Situation zu ändern. Also, wenn ihr erfolgreich reich werden wollt, Geld verdienen wollt, dann müsst ihr die Frage, wie ich Geld verdiene, beiseite lassen, tun, was ihr liebt und wirklich was machen. Peace.